Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Willkommen bei Transparenz TV. Vor 3 Jahren haben die Anlieger des Pariser Platzes hier in Berlin am Brandenburger Tor eine Zukunftsinitiative gegründet, die sehr populär geworden ist in der Zwischenzeit. Der erste Redner dieser Pariser Platzrede vor 3 Jahren war Muhammad Yunus, der Friedensnobelpreisträger aus Bangladesch, Banker der Armen. Er hat 30 Millionen Armen geholfen, aus ihrem Elend herauszufinden mit Kleinkrediten. Er ist zurzeit weltweit der erfolgreichste Banker der Welt, Banker der Armen. Und er hat dafür gesorgt, dass im armen Bangladesch inzwischen 4 Millionen kleine Solaranlagen gut laufen. Letztes Jahr, 2017, war der Redner der Pariser Platzrede Ernst-Ulrich von Weizsäcker. Professor Weizsäcker ist einer der größten, der bedeutendsten, wichtigsten deutschen Vordenker beim Thema Klimaschutz und Umweltschutz. Er war lange Zeit Professor in Deutschland, dann Professor in Amerika, ist inzwischen Präsident des Club of Rome und hat zuletzt das Buch geschrieben als Herausgeber für den Club of Rome, Jetzt sind wir dran. Er meint, wir die heutigen Generationen, die Klimaschutz und Umweltschutz ernster nehmen müssten. Jetzt in diesem Dezember 2018 war Ervin László, Professor Ervin László aus Budapest, der Redner der 3. Pariser Platzrede. Sein Thema war die Intelligenz des Kosmos. Wie gelingt eine sinnstiftende Zukunft? Diese wichtige Rede hat er gehalten in einer Zeit, in der viele Menschen ihre Hoffnung auf Zukunft verlieren oder verloren haben. Umso wichtiger war diese Rede, zu der ich Ihnen jetzt viel Freude wünsche. Professor László aus Budapest, Chef und Gründer des Club of Budapest mit der 3. Pariser Platzrede, die Intelligenz des Kosmos. Wie gelingt eine sinnstiftende Zukunft? Das Allianz Forum am Potsdamer Platz. Dort möchte die Allianz SE gemeinsam mit führenden Initiativen und Institutionen der Zivilgesellschaft ein Forum für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts etablieren. Die Pariser Platzrede ist eine Form davon. Und so versammelte sich am 4. Dezember 2018 am Abend Berlin, um im Allianz Forum Gedanken für eine sinnstiftende Zukunft zu hören. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich hier im Allianzforum willkommen heißen zur 3. Pariser Platzrede. Ich darf Sie auch begrüßen im Namen all meiner Kolleginnen und Kollegen von der Anrainergemeinschaft Pariser Platz, denn diese Veranstaltung richten wir gemeinsam aus. Beim ersten Mal spricht man von einer Premiere, beim zweiten Mal von einer Wiederholung und beim dritten Mal kann man, glaube ich, schon von einer Tradition sprechen. Die Premiere hat Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus im Jahr 2016 mit der 1. Pariser Platzrede hier bei uns gehalten. Die Wiederholung war dann im vergangenen Jahr mit dem Wissenschaftler Ernst-Ulrich von Weizsäcker. Und ich freue mich, dass ich heute zur traditionellen 3. Pariser Platzrede Ervin László, den Begründer und Präsidenten des Club of Budapest, ganz herzlich hier willkommen heißen darf. In diesem Jahr ist Berlin ein Jahr länger ohne Mauer, als die Mauer hier stand, 28 Jahre. Doch bis heute ist sie immer noch ein Symbol für eine ehemals geteilte Stadt. Sie ist aber genauso Symbol für Frieden und Freiheit. Der Präsident des Europäischen Gerichtshofes, Koen Lenaerts, hielt am 9. November hier die Europarede, die alljährlich im Allianzforum an diesem Datum stattfindet. Es ist das Datum der deutschen Wiedervereinigung, es ist aber auch das Datum der Überwindung der europäischen Teilung. Aber die wiedererlangte Freude, die Freude über die wiedererlangte Freiheit ist mittlerweile auch einer Skepsis oder einer Ernüchterung gewichen, wenn man sich in Europa und weltweit umschaut, welchen Entwicklungen wir mittlerweile zusehen müssen. Das Begreifen, dass nach einer anfänglichen Euphorie friedliche Entwicklungen nicht selbstverständlich weiterlaufen, sondern dass man sie immer neu erarbeiten muss, das dringt allmählich in unser Verständnis. Wir als Anrainer des Pariser Platzes empfinden unseren Sitz hier an diesem historischen Ort als eine Verpflichtung, die man im Alltag hier an diesem touristischen Hotspot nicht immer wahrnimmt. Wir haben als Motiv für den Zusammenschluss der Anrainergemeinschaft eine Verpflichtung empfunden, einen Impuls setzen zu wollen. Ein Impuls, der auch symbolische Mahnung sein soll für Frieden und Freiheit und diesen Themen, wo wir eine inhaltliche Ausstrahlung geben. Und die Pariser Platzrede ist bei uns ein ganz wichtiger Impuls. Und so laden wir nun seit 2 Jahren jährlich einen Redner ein, der mit seiner Haltung und seinem Wirken für die Begriffe Frieden und Freiheit steht. Peter Spiegel kennt Ervin László so gut wie, glaube ich, niemand anders hier in diesem Raum. Und ich freue mich, dass er jetzt gleich eine kurze Einführung geben wird. Und ich darf auch verraten, dass Peter Spiegel unlängst ernannt wurde zum International Ambassador for Economic Affairs des Club of Budapest, der damit auch einen Sitz hier bei uns im Hause hat. Und nun freue ich mich mit Ihnen gemeinsam auf die 3. Pariser Platzrede. Ja, also Sie haben diesen Worten entnommen, das hat diesmal wieder einen Grund, dass ich hier eine kurze Einführung des Redners geben darf und soll, weil ich mit Ervin László tatsächlich eine lange, lange, lange Zeit der Freundschaft, der Verbundenheit verbindet. Und zwar angefangen hat das im Jahr 1985, als die Perestroika gerade begann. Da habe ich sein Denken für ein systemisches Verständnis der Welt mit großer Faszination gelesen. Wir kamen in Kontakt dann auch sehr schnell und seit dieser Zeit stehen wir in Austausch, in Verbindung. Ich glaube, Ervin László war einer der jüngsten oder das jüngste Mitglied im Club of Rome zunächst und hatte aber Ideen, die damals über die Vorstellungskraft mancher im Club of Rome ein bisschen hinausgingen, denn er hat erkannt, dass das Thema Kultur und Wissenschaft und auch Spiritualität, Religionen fundamental wichtig sind, wenn man ganzheitlich und systemisch denken will und wenn man das dann auch noch in die Praxis umsetzen will. Dann sind das Sektoren, die weit sind, das haben einige fantastisch gefunden, andere dort nicht. Und jedenfalls nach einigen Zeit der Geduld, ob das Ganze eben sich noch so dort eben entsprechend entwickelt, hat er dann sich entschieden, den Club of Budapest ins Leben zu rufen. Nicht als Konkurrenz, nicht als Ersatz, sondern als Pendant, als die Ergänzung zu dem, was der Club of Rome jetzt in 50 Jahren, letztes Jahr war 50 Jahre Club of Budapest Gründung. Und das war ja damals dann die freudige, der ganz besonders freudige Anlass, eben hier Ernst-Ulrich von Weizsäcker zu haben, der immer schon ein großer Freund des Denkens von Ervin László war. Systemisches Denken ist dank der Leistungen von Ervin László, und das wissen viele vielleicht nicht, wirklich erst in ein breites öffentliches Bewusstsein gekommen. Alle Sektoren, denn wer beschäftigt sich schon mit den Grundlagenforschungen eines Ilya Prigogine oder Umberto Maturana? Die meisten kennen die Namen gar nicht. Das waren Pioniere in der Grundlagenforschung für systemisches Denken. Und Ervin László hat diese und andere, viele, viele andere Pulse aufgegriffen, um ein verbundenes systemisches Denken zu kreieren daraus, zu artikulieren, zu formulieren und als unter anderem auch in der Rolle quasi Botschafter systemisches Denkens in der Welt zu wirken. Dazu hat er viele Bücher geschrieben, war unter anderem auch für die Universität der Vereinten Nationen leitend tätig und hat beispielsweise auch Federico Mayor, den langjährigen Präsidenten der UNESCO, da wir auch, wie wir wissen, viel systemisches Denken in Form, dass sie eben Plätze und Konzepte in der Welt besonders auszeichnen, damit wir sie besonders würdigen und gut damit umgehen. Und ja, also Ervin László ist sehr bedeutend für moderne Entwicklung in den unterschiedlichsten Facetten. Und es ist mir eine ganz besondere Freude, dass wir längere Zeit dann auch, ich war 3 Jahre auch Generalsekretär des Club of Budapest in der Frankfurter Paulskirche, haben wir 2-mal großartige Veranstaltungen. Jemand, der hier links vorne sitzt, Franz Alt, hat damals dann bei einer solchen Preisverleihung für Michael Gorbatschow und dann eben auch für Muhammad Yunus dann das aufgegriffen und mit denen eine enge Verbundenheit und inzwischen auch ja, große Appelle in die Welt gegeben. Also ich fand immer großartig, dass Ervin László auch eben für seine Idee und seine Botschaft, seine Mission, prominente Persönlichkeiten aus der ganzen Welt verbunden hat. Das war dann auch ein wesentlicher Teil der Arbeit des Club of Budapest international. Und ich glaube, Sie werden einige dieser Herrschaften und Namen kennen. Das sind weltberühmte Persönlichkeiten. Viele sagen, im Club of Budapest sind so viele leuchtende Vorbilder für eine gute Entwicklung der Menschheit und der Erde verbunden wie eigentlich vielleicht nirgendwo sonst. Und das ist auch eine ganz wichtige Leistung von ihm, denn damit wird systemisches Denken, wird ein werteorientiertes, ein sinnorientiertes Denken von vielen anderen in die Welt getragen. Und hier noch ein paar zur Auswahl aus einem Kreis von etwa 100 Ehrenmitgliedern des Club of Budapest und darunter eben auch einige der Preisträger, die wir dann gemeinsam auch mit Preisen ehren konnten, wie beispielsweise Michael Gorbatschow oder Paolo Coelho. Ja, ich möchte noch eines sagen zu dem, was du schon erwähnt hast. Damit war ein Wunsch von Ervin auch verbunden. Also einmal hat Ervin László mich in diese neue Aufgabe gebeten, weil er die Idee von Weconomy, die wir im Moment fördern, von unserem Institut, ganz wunderbar findet und eben sich von Herzen dahinter stellt, wie eben auch das Kernteam Frau von Höfen ebenso. Aber er hat einen Wunsch damit verbunden und dem bin ich gerne nachgekommen, nämlich zu schauen, den Club of Budapest Deutschland wieder ins Leben zu rufen, wieder zu etablieren. Und wenn Sie die Ideen, die Ervin László gleich vorträgt, oder wenn Sie nachschauen, was der Club of Budapest vertritt, wenn Sie das gut und sinnvoll und wertvoll finden und dort mitwirken wollen. Diesen Club auch in Deutschland, der 25. Land vor kurzem war China und auch nicht ganz unwichtig in der heutigen Weltlage. Und dann kommen Sie einfach auf mich zu am besten und tauschen sich mit mir kurz aus, lassen sich meine Visitenkarte geben, wie auch immer, oder Sie finden auf der Homepage dann eben den Zugang zu mir. Ich habe diese Aufgabe sehr gerne übernommen, lieber Ervin, weil ich dein Werk wirklich für sehr wichtig halte. Vor 50 Jahren, vor 30 Jahren und heute noch viel mehr. Dankeschön. Dankeschön. Ja, Frau Lorenz, lieber Freund, es ist eine große Ehre und eine große Genugtuung für mich, dass wir mich eingeladen haben hier. Wir waren mehrere Jahre zusammen und wir bleiben zusammen, wir machen weiter zusammen. Und das ist sicherlich eine gute Sache in der heutigen Welt, wo sowas alles sich verändert. Ich bin auch sehr froh, dass Franz Alt wieder bei uns ist, heute Abend, und dass wir auch die mehrere Leute, die wir schon damals gekannt haben, jetzt wieder weitermachen mit uns. Es ist sehr schön, ein dritter Redner zu sein in dieser Reihenfolge. Sicherlich der erste Redner, Heinz-Ulrich von Weizsäcker, hat fantastisch schönes Deutsch gesprochen. Und das zweite Redner, Muhammad Yunus, habe ich verstanden, Englisch gesprochen. Und ich, um etwas anderes zu sein, ich spreche nicht Englisch, momentan, also später etwas noch werde, und auch nicht Deutsch, also ich spreche so etwas wie eine ungefähr Deutsch. Nicht? Aber ich hoffentlich, das ist verstehbar. Ich möchte direkt zum Thema herübergehen. Wir sind auf dem Wege, auf eine Weggabelung Wir nennen das in der Wissenschaft einen Bifurkationsprozess. Das heißt, es ist bisher eine Entwicklungslinie, die lange gedauert hat, bricht ab. Es kann nicht weiter so aufrechterhalten bleiben. Es muss sich ändern. Und heute sind viele die Sachen, die wir schon vorher gesehen haben, vor mehreren Jahren, sind heute Wirklichkeit geworden. Heute stehen wir nicht vor einer Krise. Heute wir stehen in einer Krise. Und das, wohin wir jetzt gehen, ist unbestimmt. Wir könnten es noch bestimmen. Nicht für sehr lange. Aber die Möglichkeiten bestehen. Und meine Rede heute ist gewidmet auf diese Möglichkeiten, die Potenzialität, einen richtigen Weg zu finden. Was ist damit verwickelt? Also schauen wir das an. Status quo, sich die Lage so zu halten, wie es bisher, wie es jetzt ist, geht nicht mehr. Nicht Nachhaltbarkeit heißt es genau. So geht es nicht weiter. Was wir heute spüren auf der sozialen Ebene, auf der Klimaebene, auf der ökologischen, fast alle Ebenen, ist ein Bifurkationsprozess, eine Weggabelung, eine Krise, wo wir den Weg neu erfinden müssen. Was ich jetzt zunächst erzählen werde, ist gewidmet auf die Idee, dass dieser Weg findbar ist, dass dieser Weg nicht außerhalb von uns ist. Diesen Weg finden wir in uns. Sie könnten sich fragen, dann später werden wir sicherlich auch fragen, spreche ich jetzt über neue Physik, oder über Theologie oder über die Spiritualität. Heute einige Teile, einige Aspekte der neuen Physik wiederentdecken die großen Sprichworte, die großen Thesen von Spiritualität. Sehr wichtig. Wir haben nicht eine Wissenschaft, die ohne Spiritualität ist. Wir haben nicht eine Spiritualität, die ohne Wissenschaft ist. Was zu uns kommt, ist eine Art spirituelle Wissenschaft oder eine, wenn wir möchten, eine wissenschaftliche Spiritualität. Die beiden kommen zusammen. Und das ist eine sehr große Merkmal des Hoffnung für uns, für diese Zeiten. Schauen wir auf diese Weggabelung. Es gibt Treiber, natürlich viele Treiber, aber ich glaube zwei Treiber besonders. Driver, wir sagen in Englisch. Eine ist der wahrgenommenen Unhaltbarkeit von dem Klima, dass die Natur sich verändert, so dass in Frage stellt das Wohlbefinden, sogar die Ökonomie und das Wohlbefinden, also das Wellbeing von Menschen. Das Klima verändert sich und wird sich noch immer mehr und mehr von Zeit lang verändern. Das ist der eine. Die andere, wo er eigentlich wahrgenommenen Unhaltbarkeit sprechen können, ist die Migration, ist die Flüchtlingskrise, ist, dass Leute, Millionen von Leuten heute nicht mehr so leben können, wie vorher gelebt haben, und sie suchen was anderes. Und es gibt diese großen Wellen, Wellen von der Natur, Wellen von Menschheit. Und da kommen dazu diese fantastischen Phänomene, wie ganz unbewusst, nicht unbewusst, sondern random, wie sagt man das, random eigentlich, also eine nicht gezielte, nicht gewollte Gewalt. Gewalt, wo die Leute einfach fangen an zu schießen, ohne was zu haben. Gewalt, wenn man die Unzufriedenheit gibt, also zum Beispiel wie in Paris in diesen Tagen, was immer die großen Hotspots des Welt, dass es gibt so eine Störungswellen eigentlich, wo wir sagen können, Ja, es ist nicht nur die Natur, nicht nur die Flüchtlinge. Das ist die ganze Menschheit, ist entwickelt in einer Übergangsperiode, in einer Transformationsperiode, in eine richtige Krise. Diese Krise ist Gefahr, aber ist auch große Möglichkeit, große Opportunity, wie man sagt. Warum? Weil ohne wahrnehmende Unhaltbarkeit, ohne Wahrnehmung, dass wir in dieser Lage sind, werden wir uns nicht nicht richtig zeitmäßig ändern. Und ändern müssen wir. Die Zeit drängt, gibt nicht mehr viel Zeit. Und die Krise hilft uns, diese Änderung zeitlich zu vornehmen. Wir sollten eigentlich dankbar sein. Persönlichkeiten und Vorgänge, wie der amerikanische Präsident zum Beispiel, oder viele andere Leute, die heute sich für die klassische, alte Paradigmen einsetzen, dass die wirken, die katalysieren eigentlich eine Bewegung, ein Katalysieren etwas, die uns zeigt, dass die Zeit ist gekommen, uns wirklich zu ändern. Nun, die Änderung ist sehr tief. Änderung ist nicht weniger als die Änderung von unserem Bewusstsein. Wenn wir versuchen zu ändern, eine oder andere, ohne dass unsere Wahrnehmungsfähigkeit, unser Bewusstsein sich ändern würde, wird es nicht aushalten, wird es nicht ausreichen. Das ist wirklich, was wir in der Wissenschaft einen Paradigmenwechsel nennen. Das ist auch in der Gesellschaft. Heutzutage ist alles zu Fragen zu stellen und wieder alles in einen neuen Weg zu finden. Wir sind auf dieser historischen Stelle angelangt. Wir müssen einen Weg finden. Und meine These ist, um es gleich zu sagen, dass dieses Weg ist in uns. Und ich werde Ihnen jetzt gleich sagen, warum so ist. Es gibt alternative Treiber, alternative Szenarien, alternative Wege, Entwicklungswege. Eine von denen ist motiviert von Angst, von Frustration, von Intoleranz und ist Gewalt. Denn es geht Richtung Gewalt. Konflikt, Chaos, Zusammenbruch. Das ist der schlechte Weg. Aber das ist die lineare Entwicklung. Wenn es sich nicht grundsätzlich was ändert, wenn unser Bewusstsein sich nicht ändert, dann könnte unsere Zukunft sein. Es gibt einen anderen Weg, alternative Treiben. Es scheint momentan idealistisch zu sein, aber ich werde darüber noch etwas sprechen, wieder zu behaupten, dass es wirklich wissenschaftlicher Seite auch zu behaupten ist. Die alternative Treiber. Dass wir fangen an, unsere selber eigene Bewusstsein ein bisschen forschen, nachzudenken. Wie denken wir? Warum denken wir so? Ist das der wahre Weg? Und wie beeinflusst unser Bewusstsein das Weg vor uns? Wie könnten wir uns durch unser Bewusstsein mehr einleben, erspüren, mehr Empathie finden? Wie könnten wir durch unser bessere, veränderte, transformierte Bewusstsein dieses Welt heilen? Sehr große Herausforderungen, sehr große Anmerkungen, vielleicht utopistisch. Aber ich würde sagen, ja, wenn wir von dieser Treiber herausgehen, dann könnte der Weg sein durch Empathie, durch Sympathie, durch Mitarbeit, sogar diese große Wort, die im Englisch immer mit 4 Buchstaben geschrieben wird und in Englisch sagt man 4-letter words, sind immer die schlechten Wörter, aber das ist das beste Wort, das in der englischen Sprache gibt. Das ist L-O-V-E, Love. Vielleicht, dass wir heute auftaucht auf der Welt, besonders in der jungen Generation. Diese Idee von Love, von einer richtigen Liebe. Nicht, warum wir etwas erhalten möchten, aber weil wir etwas spüren. Und dieses Zusammengefühl könnte eine bessere Kooperation, eine Zusammenarbeit hervorführen, könnte eine bessere Welt dann uns in die Wege zu leiten. Scheint das utopistisch zu sein? Lassen Sie mich einige sagen. was für mich eine wissenschaftliche Grundlage ist, warum dieses Weg nicht rein Utopie ist. In den letzten paar Jahren hat sich etwas herausgestellt, das in dem Mainstream, an der Hauptbindungsrichtlinie der Wissenschaftler, der klassischen Wissenschaftler, noch nicht sehr durchgebrochen ist. Aber es ist jetzt bekannt auf den neue Wissenschaften, besonders die Quantenwissenschaften, Systemwissenschaften, nämlich, dass rein Zufall in die Wechselwirkungen, die auf der Welt hervorgehen, ist keine Erklärung für die Welt, die wir heute finden. Was meine ich damit? Es hat sich herausgestellt, dass die Wechselwirkungen, wäre das rein Zufall, seit dem Big Bang, 13,8 Milliarden Jahre mehr oder weniger, reichten nicht aus, die komplexe Welt, die wir heute finden, zu erstellen. Es wäre viel mehr nötig gewesen. Der rein Zufall in den Wechselwirkungen ist keine Antwort. Wieso haben wir diese kohärente Welt? Die Kohärenz des physikalischen Universums ist erschütternd, ist enorm. Die Kohärenz auch der biologischen Welt, der Natur, ist fantastisch. Fast das einzige Element, die wir kennen auf dieser Erde, die nicht kohärent ist, ist die Menschheit in den letzten paar 10 Jahren. Dass diese Kohärenz uns anzuschließen, ist jetzt keine Frage, ob wir das tun oder nicht, das ist eine Notwendigkeit geworden. Der Fred Hoyle, ein großer mathematischer Physiker, hat einmal gesagt, um zu verstehen, um zu denken, dass die eine Reihe zufallsmäßige Mischung der DNA, diese Teilen der genetischen Code, neue Lebenswesen hervorrufen könnten. Das ist zwar nicht unmöglich, aber die Probabilität, die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit ist ähnlich, als wäre ein Hurrikan, ein Wirbelwind durch ein Schrotthalter rasen und ein funktionierendes Flugzeug herstellen. Das ist möglich, nicht sehr wahrscheinlich. Und was Sie sagen können heute, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass diese kohärente Welt, die Einstein gesagt hat, das ist staggering, das ist unwahrscheinlich kohärent, dass alle Physiker heute finden und die Quantenphysik wieder zu uns sagt, dass diese Welt durch rein Zufall entstehen könnte. Also rein Zufall, die Wechselwirkungen seit dem Big Bang, das würde noch immer sehr viel weniger, sehr viel mehr Chaos herbringen, als wir heute finden. Wieso kommt diese Kohärenz zustande? Es ist etwas, die die Naturgesetze so zusammenstellt, so präsentiert, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein kohärentes Zusammenfügen von Elementen stattfindet, das ist wahrscheinlich geworden ist, innerhalb der Grenzen der Wahrscheinlichkeit. Also, dass wir hier sind heute, ist nicht rein Zufall. Das Leben auf dieser Erde gibt, ist kein rein Zufall. Dass auf dieser Welt Galaxien sind und Sternensysteme und Planeten und alle Vorgänge, die wir heute mehr und mehr erforschen und kennen, kein Zufall. Es gibt etwas, die beeinflusst den reinen Zufall. Diese Welt ist auf dem Zusammenfügen von Elementen eingestellt, geht in diese Richtung. Mehr und mehr Elemente, die miteinander in Verfügung stehen, in Verbindung stehen und zusammen etwas, eine größere Einheit binden, das ist etwas, die in dem Universum gegeben ist. Ich habe es versucht zu beschreiben in einem ganzen Buch vor 6 Monaten. Es ist erschienen ist in Englisch, hoffentlich kommt dann bald auch auf Deutsch. Es heißt The Intelligence von dem Universum. The Intelligence of the Cosmos ist das in Englisch. Und ich behaupte und kann es etwas belegen, auch mit Daten, dass aus der wissenschaftlichen Sicht, wir müssen etwas hier hinstellen zu den bekannten Naturgesetzen. Es gibt ein Gesetz und es muss nicht ein spezielles, besonderes Gesetz sein, sondern einfach der Zusammenhang, die Ensemble, die Einheit von allen anderen Naturgesetzen. Diese alle anderen Naturgesetze arbeiten so, als wäre eine Intelligenz in dem Universum. Das habe nicht nur ich gesagt, das hat Max Planck gesagt. Max Planck hat gesagt, dass die Tatsache, dass die Elemente von den Quantumteilchen in ein Atome bilden und die Atome sich zusammenfassen zu Molekülen und eine Moleküle weiter sich zusammenfassen und eine Welt, eine kohärente Welt bilden. Alles das voraussagt, sagt uns, das gibt etwas wie eine Intelligenz in der Welt. Auf schlicht Weise, man könnte sagen, benutzen diesen Ausdruck Attraktor. Attraktor ist, wissen Sie, das, was in einem komplexen System so einen Einfluss hat, so ein Herauskommen hat, dass immer mehr die Möglichkeit besteht, dass in diese Richtung ein kohärentes System bildet. Also ich sage, was es gibt auf der Welt, ist eine holistische, holotropische, ich würde sagen, holotropische Attraktor. Tropismus. Es gibt eine Neigung, eine Richtung, die Richtung Ganzheit. Wir sprechen heute viel über Ganzheit, aber meistens wenn wir darüber sprechen, wir meinen rein spirituelle Einsichten, nicht Wissenschaft. Aber wir können nicht ausweichen, diese Annehmung, dass auch in der Wissenschaft, weil wir es tatsächlich behaupten, was passiert ist auf der Welt. Wir müssen annehmen, dass auf dieser Welt eine holotropische Attraktor gegeben ist. Nennen wir das den Willen einer großen Intelligenz außerhalb des Universums. Noch eines dazu zu bemerken. In der neuen Physik, besonders in der Physik von David Bohm, alle die Naturgesetze, alle die Konstanten von dem Universum, nicht in dem gegebenen, offenbarten, manifesten Universum gegeben sind, sondern auf einer tieferen Ebene. Diese tiefere Ebene, die Implicate Order, informiert, und Bohm schreibt das mit einer kleinen Strich, informiert das manifeste Universum. Diese tiefere Ebene, wo alle Naturgesetze sind, ist so gestaltet, dass das manifeste Universum, in welchem wir leben, welches wir ergreifen können, dieses Universum ganzheitliche Systeme hervorrufen kann. Nicht durch rein Zufall, aber weil etwas da ist. Und dieses Etwas kommt von einer tieferen Ebene, kommt von einer platonischen Ebene. Diese Ebene, die schon die alten Hindus gewusst haben und die haben genannt die Akasha-Dimension. Platon hat es genannt, nicht? Die tiefere die Dimension der Seele, der Formen, der Ideen. Alles das scheint wieder etwas merkwürdig zu sein. Aber heutzutage ist das immer mehr, kommt zu den Quantumwissenschaften. In den Quantumwissenschaften noch eines dazu fügen. Diese tiefere Ebene, die informiert die manifeste Ebene, formiert es durch Information und diese Information ist distribuiert, ist überall gegeben. Wir können nicht annehmen, dass nur einer Teil informiert ist von dieser Welt. Alle sind informiert. Das ist ein Hologramm, das die erspürbare, die manifeste, vorstellbare Welt ist ein Hologramm. Da wissen Sie, meine Damen und Herren, ein Hologramm, alle Informationen sind gegeben gleichzeitig. Man könnte das kleinste Teil von einem Hologramm nehmen, das Beleuchten und das ganze Bild, alle Informationen erscheint. Es ist alles da, distribuiert. Das ist nur keine Einbildung. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass diese tiefere Dimension mit dem Gesetz von Natur, insgesamt mit diesem holotropischen Gesetz, dass dieses wahrscheinlich in uns ebenfalls so präsent ist wie auf der Galaxie, von unserer Galaxie. Es ist präsent in uns. Das ist das Einsicht. Das ist für mich das große Hoffnung. Es gibt mehrere Wege, von einem Szenario zum anderen zu übergehen, von A zu B. Es gibt den Weg der reinen Rationalität, so geht es nicht weiter, suchen wir was anderes, Vernünftigeres. Aber allein das scheint es nicht genügend zu sein, um es rechtzeitig noch diese Transformation zu verursachen. Es gibt diesen Weg, was in uns arbeitet, was in der jüngeren Generation zum Auskunft kommt. Und dieser Weg, der innere Weg, das Ganzheitliches, das Oneness, man in Englisch sagt, und was auch manchmal dieser Ausdruck der Liebe bringt, dieser Weg ist nicht etwas extra wissenschaftlich. Das ist das tiefste wissenschaftliche Lage von der Welt, die wir kennen. Das ist keine Zufallswelt. Das ist eine Welt, die konkrete, ganzheitliche Systeme hervorruft. Ilya Prigogine hat gezeigt, dieser große Biochemiker, Physikochemiker mit dem Nobelpreis, war ein guter Freund von mir. Er hat gezeigt, dass man kann ein lebendiges System nicht ohne diese Kohärenz vorstellen oder Leben erhalten, ohne dass jedes einzige Element, jedes Molekül, jede Zelle von dem System mit allen anderen verbunden ist. Und zwar gemeinsam orientiert zum Erhalten, im Lebenserhalten des Systems. Welche Systeme nennen wir jetzt heute für Kohärenz? Unser Organismus, auch unsere Gesellschaft, unsere Ökonomie, unser politisches System, die ganze Biosphäre, die sind alle ganzheitliche Systeme. Und diese Systeme können sich weiterentwickeln, wenn sie miteinander kohärent, alle Teilen verbunden sind. So. Das ist in der Natur, soweit wird es nicht stören, in der Natur diese Kohärenz da ist. Es gibt Gewalt, aber diese Gewalt stört nicht das ganze System. Es ist noch momentan sind Teilerscheinungen. Wir stören das ganze System. Wir sind von diesem ganzheitlichen Impuls abgegangen. Unsere Rationalität in der West in den letzten 100 Jahren ist so entwickelt, als wäre kein holotropisches Attraktor in der Welt. Als könnten wir machen, was wir wollten. Und was wir das weitermachen, dann stören wir alles. Dann sehen wir, das kommt in Richtung Chaos, in Richtung Zusammenbruch. Wir können diese holotropische Attraktor nicht ersetzen. Wir müssen es nur folgen. Nennen wir das den Willen von Gott? Oder von Buddha, oder von Tao, oder von Mohammed. Macht nichts, was wir das nennen. Oder großer Geist. Aber etwas gibt es in dem Universum, die nicht rein zufallsmäßig, die so arbeitet, dass das Universum nicht rein Zufall ist. Es ist nicht so. Ich habe noch etwas, möchte ich dazu führen heute, meine Damen und Herren. Und wenn Sie mir gestatten, dass ich werde einiges dann in Englisch für Ihnen vorstellen. Weil ich behaupte, dass diese holotropischen Bewegungen unterwegs sind. Das ist nicht kein Wunsch, reines Wunsch. Es sind jetzt Bewegungen in der Welt, die wirklich in diese Richtung von Ganzheit gehen, motiviert sind von etwas anderes, nur als der Egoismus und den kurzfristiges Denken. Und zwar diese holotropischen Bewegungen betreffen mehrere Gebiete. Sagen wir, ich kann Ihnen einiges hier vorstellen und behaupte nicht, dass diese die einzigen sind. Ich behaupte auch nicht, dass diese werden weiterentwickeln. Ich behaupte nur, dass diese positive Merkmale sind von einem heutigen Evolutionsprozess. Prozess, die wir kennenlernen sollen und die wir dahinter stellen sollen, damit wir gemeinsam ein Szenarium B machen, umstellen, umsatteln von dem Krisenszenario zu diesem wünschenswerten, nachhaltigen Szenario. Also, Schauen wir, was passiert in der Struktur der Gesellschaften. Und ich lese das vor, ganz langsam und hoffentlich verständlich in Englisch. Social communities, social structures. They are moving from hierarchical structures and relations to decentralized networks. These networks connect people and they influence the thinking of one person through the thinking of the other. There's mutual influence, it's the connections. There are new media platforms that are shifting social structures away from top-down forms. It's not away from top. Now there are distributed relationships that are coming about in business, somewhat less in politics, but that's always the last to catch up, but it will, it must catch up. But in businesses there and in culture, and especially the culture of the new generations. Technology. Technology is a tremendous force for change. There are so-called disruptive technologies. For example, artificial intelligence, robotics, there's the Internet of Things, the Internet, the connections where the things talk to each other and no longer a human being present in the... There are energy storage, quantum computing, biotechnology. These are all disruptive technologies. They all loosen the social structure that we have had. New technologies development create transparency. Transparency, as we well know, is very, very important today. But they make unnecessary hierarchical controls and supervisions. Open cloud space. Cloud-based technologies are becoming standard in data collection, data storage, in data sharing. It's a different way of handling data information than we did before. The new technology enables the development and the research of some areas that until now were outside of the scope of serious research. For example, the interaction between elements of consciousness, between the consciousness of one culture and another, one person and another. We have new media ecologies, a whole ecologies that are media ecologies actually. They are social media, video production, gaming platforms, augmented reality, citizen journalism. All these enable people to create their own ideas and express their own wish, their own insights, their own dreams. Now, as people connect with one another on multiple levels, there is a growing element of connection felt between people. There's a growing empathy. People can now connect, as you well know, and as you do yourself, I'm sure, from one side of the planet to another. It doesn't matter where we are. And we can make friends with people on any other part. So there is a link, of a felt link, that is growing between people. We are now beginning to realize that our health, our well-being, is dependent on the health of nature around us. When we destroy the integrity of nature, we destroy the very basis of our existence. So environmental protection is not merely eliminating the worst of the consequences of our destruction, but it's also a source of well-being. Nature cures, nature therapies are beginning to be an important element of the health sector. We are discovering that living the way with that nature lives cooperatively, jointly, searching for the joint flourishing, that is a way that replaces many artificial cures, many artificial therapies. We can go back to nature. The Japanese, for example, come back to this idea of nature bathing. They say bathing, forest bathing. Go out to nature and lie down and try to breathe it in. That is one element. It is a significant element, because it shows that we are beginning to recognize that we are a part of nature and that we can feel that. their new health sciences. I had the great privilege of working with a remarkable medical researcher, Dr. Pier Mario Biava of Milan. He came up with a cure. I know it sounds fantastic, with a cure to cancer. Not all cancers, but many cancers. We're publishing this report now on the 1st of March in a book called Information Medicine, because it turns out that cells, which are stem cells in the human body, can be reprogrammed. They are pluripotent. In fact, they are totipotent. That means the potency of one cell at this stem cell, early stages of the stem cell, the potency is there to develop into any cell in the body, 120 or so different cells, and they can develop into any one of them. And the information for them to do so is present in living organisms. Just to mention, I can't go into detail in this, but just to mention this. The information, according to this discovery that Dr. Biava has worked out on the basis of this new paradigm in medicine, it says that the information can be extracted, the whole system information from a living being can be extracted from the embryo of a fish. Why a fish? It's the easiest to get it from a zebra fish, you know, the tiny fish. They are well known, they have been studied in great detail, how they grow from the embryo state to the full fish state, full organism state. 5 major developmental stages are involved, and the mother of this embryo is producing information on every stage that is inserted into the embryo, and the embryo picks up that information and develops into a full organism. Now, the same information that the mother fish produces for the embryo, when we extract it and access it in a human being, will act on the stem cells of the human being. If those stem cells are mutant and they become malignant, they produce cancer or other degenerative diseases. This inserting this whole system information will transform it, reprogram that cell into a healthy organism. We are reporting this by the beginning of March in the book. This very shortly will be available also on the internet to acquire this. The total cure, unless this cancer has become very, very metastasis, very, very widespread in a more modest period, the total cure for cancer costs about 200-300 euros. And it involves putting in your mouth a pill and allowing it to dissolve in your mouth. You can imagine that the great pharma companies are not delighted with this possibility. All their interests, all their profits come from this tremendously expensive research and application of cancer, anti-cancer technologies. We are going to bring it forth anyway, and let's see what happens, because this happens. This is already working, and it says many thousands of cases have been now tested in vivo, and after a few weeks, most of these tumors, especially kidney tumors, they just disappear, because the cells are reprogrammed, they become normal. Let me not get into this, because it's another area, but I'll be happy to answer, give information on this if you like. Let me come to another area, and then I will wind up, because this is becoming, I don't want to make it too long. Education. The classical classroom is disappearing. Education is, at least in its potential, not merely a one-way information from a teacher to a group of students. And the teacher and the students don't have to be local, don't have to be connected, don't have to be the same place. Education with the new technologies can become global, can become creative. Students can create their own curriculum. Not that they invent the new scientific insights, but they use it, how they use it, how they put it together, how they can acquire it. How to learn is no longer has to be a prepackaged idea of putting it together. This is what you have to learn, and you just have to memorize it and tell it to the examiners. How we learn, it becomes a creative enterprise. creating the curriculum, creating the programs, creating the way we put together, the way we understand. Obviously, we'll make mistakes, but out of the many trials will emerge a way of learning that is far superior to the classical way. Very quickly, going through some parts, lifestyle. Again, on the leading edge of what I consider a holotropic development, a holistically, ganzheitlich orientiertes development. Is this phenomenon that lifestyle is not uniquely something that you buy. It's not the more expensive, the better. And in the new cultures, how you spend your money, on what you spend your money, and how you live is more important than how much money you make and that you put into it. These are developments that are worth following up. Two more things, the economy, well, perhaps the economy, business, and politics. The economy, we're talking here about the Weconomy, a new economic form, economic structure, systems can become something like Schumacher said. He said, economy as if people mattered. In the new economy, people can matter, and people's voice can be heard. Everybody can work as an advisor, can function as an advisor. We are no longer thinking of growth, indiscriminate growth as the absolute good. In those days, in the early 1970s, the great fight, the great struggle with the Club of Rome that we have undertaken on behalf of the Club of Rome was against indiscriminate growth. Not growth altogether, but growth, quantitative growth that doesn't look at the consequences, doesn't look at what is growing and how much is growing. One of the developments, I think, that we have learned, one of the things that came out of that, a maturing of the economic sense, of the economic philosophy, is growth has to serve the human being, has to be at the right size, the right dimension, the right scale, so that it leads to well-being. When it's over that scale, then even though it is growth, and even though it helps to put some, feed some bank accounts, it's not necessarily desirable. The pole, the objective of human economic activity is not the accumulation of wealth, but is the creation of well-being, health and well-being and development. What is moving also here in this regard is the movement from global trade to the local resources, human resources, the human cultural resources, and the human natural resources, local natural resources, alternative currencies serving local markets, discoveries of tastes, of ways to live together through using local resources. That is itself a very interesting development, and it's holotropic because it helps to create whole systems, local neighborhood becoming economic systems. Politics is the last thing, and I want to just summarize it in a few words. Ladies and gentlemen, politics classically in the modern age, in the contemporary age, is all about seizing power and holding power. It's all about being more powerful, outcompeting than the others. There is a movement among the forward-looking state of cultures, young people, alternative cultures, which says politics is about securing the well-being of all people in the society and not necessarily concentrating power. And politics is not meaning uniquely preferring and supporting one country, one army, or one economy. Politics is for the human good. And in this crisis period in which we live, learning this lesson and implementing it is vital. Democracy has to be the democracy of coherence, of working together, of building the world together. So the use of power, and that's the last thing I will say before I want to summarize, the use of power as force built on weapons, especially on weapons of mass destruction, is becoming slowly, but significantly recognized as an ill, as a sign of a sick society. Anything that we develop, any weapon, any instrument that we develop that is there to kill, to destroy, to damage, is negative, is something against the development of this holistic culture, which is the only way forward. It's not present in nature. In nature, there is no killing other than through the food chain, no killing for this exercise of power or for the pleasure of killing. We, on the other hand, bring into being millions of animals for the sole purpose of slaughtering them, well beyond the need for our own health. There are many areas. Peace, well-being, development, evolution. All of these are holotropic ideas, holotropic developments. Learn to move toward oneness. Okay, ich werde das zusammenfassen, wenn ich es darf, auf Deutsch. Obwohl meine Deutsch ist wirklich etwas weniger. Okay. Wir sind eine holotropische ein Universum, es sind Mitglieder, wir sind Produkt sozusagen von einer holotropischen Natur. Die ganze Biosphäre ist auf diesen Aufbau von größeren Einheiten aufgelegt. Wir sind Teil davon. Wenn wir umschalten möchten, umsatteln möchten, von dieser destruktiven Seite, wo es immer ich und wir, ich nur in meinen ganz engen Gemeinschaften, nicht das Wie von heute, von der Weconomy, sondern ganz enge nationale oder ökonomische Einheiten. Wenn wir das davon weggehen möchten, überwinden möchten, dann könnten wir eine neue Ressource auch einteilen. Rationalität, ja. Rationalität, Wissen, dass so geht es nicht, wir müssen uns ändern. Aber was anderes. Tief hineingehen in unser eigenes Bewusstsein. In unserem Bewusstsein ist etwas da. Die ist für Liebe, für Zusammenarbeit, für Menschheit, für die Natur, ein Teil von Natur zu sein. Das ist nicht nur in der Familie, das ist in der menschlichen Familie auch vorhanden. Wir könnten nicht bisher überleben haben auf dieser Erde, diese 5 Millionen Jahre, wie eine besondere Speziesart auf dieser, falls das nicht der Fall wäre. Aber in den letzten 100, 200 Jahren haben wir das immer mehr vergessen. Wir müssen zurück zur Erfindung, dass wir Teil sind einer Natur. Und die Natur ist auf Liebe gestaltet, auf Zusammenarbeit, gestaltet auf Kohärenz. Das ist die neue Lesson von den Wissenschaften. Und das ist die Lesson, dass das uns sagt, wir sollten die Antwort finden, nicht draußen halb, sondern innen. Nicht von oben, sondern unten. Es ist in uns. Meine Hoffnung ist, dass in den nächsten paar Jahren, in den kommenden Jahrzehnten, immer mehr Leute kommen zu diesen neuen neue Gedanken, neue Einfühlung, dass wir ja auf dieser menschlichen Familie eine enge organische Teil sind und diese menschliche Familie kann weiterentwickeln, zusammen mit allen anderen Lebewesen, nicht auf Kosten der anderen. Und dass diese große Adventure, das Bewusstsein auf dieser Planeten muss nicht in Katastrophe enden, es kann weiterentwickeln, es hängt von uns an. Und ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Professor László hat gesagt, er ist gerne bereit, nach diesem, wie ich finde, inspirierenden und komplexen Vortrag auch noch 2, 3 Fragen zu beantworten. Also, wenn Sie eine Frage an Herrn Professor László haben, haben Sie jetzt die Gelegenheit, ihm diese zu stellen. Herr Professor László, Ihr Vortrag war sehr interessant. Ich habe verstanden, wir sind Kinder des Universums. Und das Universum und die Natur ist auf Liebe aufgebaut. Aber wenn Sie sich die ganze Menschheitsgeschichte anschauen und nicht nur die letzten 200 Jahre, dann bestand die doch immer aus Krieg, aus Vernichtung, aus Gier. Es ging immer um Macht und um Reichtum, den Einzelne oder Völker sich aneignen wollten. Das war bei den alten Ägyptern so, über die Römer, das war im Mittelalter so. Und die industrielle Revolution hat das eher noch verstärkt. Wie ist das, was Sie sagen, überhaupt umzusetzen? Es hängt doch irgendwie alles von den Regierungschefs ab, von den Regierungen dieser Welt ab. Wer die Macht hat, der hat das Sagen. Das sieht man im Aktuellen jetzt. Deswegen die praktische Umsetzung von dem, was Sie sagen, da würden mich mal Ihre Gedanken interessieren. Ja, okay. Ich gehe davon aus, dass was man auch in der neuen Physik, der Bifurkationsprozess versteht, dass es äußerst sensibel ist, äußerst delikat ist. Ein System in einem Bifurkationsprozess ist beeinflussbar, sehr sensibel. Und das gibt diese katalytische Vorgänge, nicht diese Butterfly-Effekt in diesem System. Heutzutage, durch diese neue Medientechnologie, durch dieses Zusammenfügen von Leuten in der ganzen Welt, diese Möglichkeit, dass jeder kann sich ausdrücken und die andere kann das anhören. Dadurch besteht eine Möglichkeit, mit ganz kleinen Einflüssen große Resultate zu erzielen, große Effekte zu erzielen. Deshalb bin ich cautiously optimistisch. Eine Möglichkeit besteht. Was wir in der Menschheitsgeschichte in den letzten 2000 Jahren gesehen haben, ist ein Aspekt. Aber Historiker sprechen immer an, was die Leiter, die führenden Leute gemacht haben und die Kriege. Es gibt auch kulturelle Entwicklung. Wir haben auch Entwicklung riesiger Kulturen. Und die weit über die Notwendigkeit des Überlegen gehen. Eine Goethe, was er geschafft hat, ist nicht notwendig, um uns unser Bauch zu füllen, zum Beispiel. Nicht direkt notwendig. Also eine objektive, eine ganzheitliche Anschauung, was die Entwicklung von Menschen ist, so, dass ja sehr vielfältige Entwicklungen stattgefunden sind, aber in den letzten paar hundert Jahren, besonders in den letzten 50 bis 100 Jahren, ist eine gefährliche Art von Entwicklung dominierend geworden. Diese gefährliche Art ist, dass ich allein und meine Seite allein etwas zählt. Die andere ist nicht wichtig. Und diese Art vergrößertes Egoismus spaltet die Systeme. Die ganzheitlichen Systeme können nicht gespaltet werden. Die verschwinden dann, wenn es wirklich so fragmentiert wird. Also in unserem eigenen Interesse, wir müssen zurück zu den Ideen, was die heute zusammen in der Quantenphysik sehr stark hervorgeht auch, dass die Systeme, in denen wir leben, nicht spaltbar sind. Und wenn wir das so leben, vielleicht kommt diese Lebensweise und diese Einsicht kann sich dann weiter verbreiten und einen Unterschied machen. Gareth Hardin, der große Ökologist, hat gesagt, wir müssen eine Differenz machen, der macht eine Differenz. To make a difference, that makes a difference. Wir könnten eine Differenz machen und mit unserer kleinen, aber wichtigen was ist Butterfly, unsere Schmetterlingseffekte. Wir könnten ein Schmetterling sein. Wir sind nicht mehr in einer stabilen Welt. Wir leben in einer Welt im Umbruch. Das auszunutzen, das ist unsere größere Chance. Und ich hoffe sehr, dass wir das, die Kraft finden, in uns das zu tun. Gibt es eine weitere Frage? Ja, da drüben ist noch ein Mikro, das man dem Herrn reichen kann. Danke. Ich bin Naturwissenschaftler und stelle fest, dass wir inzwischen 7 Milliarden Erdenbürger haben. Und was machen diese? Die verkonsumieren auf Krawall die Naturressourcen, die in Jahrmillionen angehäuft wurden. Glauben Sie ehrlich, dass es zu schaffen ist, diese Zielvorstellung, Maximalkonsum hinzuführen in einer Zielvorstellung, Optimalkonsum? Ich glaube das nicht. Wenn wir so pessimistisch sind, dann es lohnt sich nicht weiter zu arbeiten. Ich glaube, in der menschlichen Seele, menschliche Kultur, menschliche Psyche, es kann Wunder noch herstellen. Dass wir überhaupt noch hier sind, nicht? Das ist eine Art von Wunder. Einstein hat das sehr schön gesagt, dass es 2 Weisen zu leben auf dieser Erde, als alles ist ein Wunder oder was nichts ist. Nicht? Sicherlich die Kohärenz der heutigen Welt, der Welt, die wir jetzt bewohnen, dieses Universum, ist ein Wunder. Und der menschliche Psyche, das damit arbeitet, ist auch eine. Also das sind kein mechanistische Vorgänge, kein nur rein physikalische Vorgänge, die immer nach unten gehen. Wir können noch was machen. Und diese Möglichkeit ist eigentlich der Sinn des Lebens, der Sinn unseres Lebens. Wenigstens ist es der Sinn von meinem Leben. Okay. Es ist eigentlich ein wunderbares Schlussstatement. Da hat sich eine Dame noch so heftig gemeldet, der ich vielleicht noch eine Frage gerne ermöglichen würde. Wobei ich sagen muss, es ist, ja, ich fühle mich jetzt schon sehr erfüllt von dem, was wir hier alles gehört haben. Herzlichen Dank, Julia Bauer. Ich wollte sagen, denn wie ich Sie auch verstanden habe, ist, Sie haben ja ein positives Menschenbild. Und Viktor Frankl aus Wien hat es ja auch gesehen, dass jeder Mensch das Gute in sich trägt, und da habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie das eben auch so sehen, dass wir diese Möglichkeiten haben. Jeder, auch die, die vielleicht durch Macht oder Geld oder Zerstörung korrumpiert sind. Für manche braucht es eine größere Transformation. Für manche. Ich denke, wir haben eine wunderbare Tradition heute fortgesetzt, und ich möchte mich wirklich von ganzem Herzen bedanken bei unserem wunderbaren Redner, bei Professor Ervin László. Toll, dass Sie Ihre Gedanken mit uns geteilt haben. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank. Pariser Platzrede, Peter Spiegel, was hat es damit auf sich? Die Pariser Platzrede wurde vor gut 3 Jahren gegründet von den Anrainern am Pariser Platz. Hier in Berlin? Hier in Berlin. Die meisten wissen nicht, wo der Pariser Platz in Berlin ist. Ja. Es ist direkt neben dem Brandenburger Tor und greift die Symbolik des Mauerfalls ein. Mauerfall in den Köpfen, das war die Idee. Darüber sollten wir gute Redner und Impulsgeber finden, und die haben wir gefunden. Nach dem Fall der Mauer draußen? Jetzt den Fall der geistigen Mauern, die wir haben. Wir haben ja noch eine ganze Reihe solcher geistigen Mauern. Deshalb haben wir Klimawandel, deshalb machen wir noch immer Kriege, Aufrüstung, alles Dinge, die noch aus unseren Köpfen heraus sollten. Das heißt also, bei dieser Platzrede wird es noch 100 Jahre geben. Hoffentlich nicht. Vielleicht schaffen wir es in 10 Jahren. Wer war denn der erste Redner? Der erste Redner war Muhammad Yunus, der aus Bangladesch, der Friedensnobelpreisträger. Und der zweite war dann Ernst-Ulrich von Weizsäcker, Präsident von Club of Club of Rome. Ja. Und ja, deswegen war das keine schlechte Idee, dann mal den Präsidenten und Gründer vom Club of Budapest einzuladen. Ja, dieser kleine Versprecher eben, Club of Budapest, Club of Rome war nicht zufällig, denn Peter Spiegel war 3 Jahre lang Generalsekretär des Club of Budapest. Warum muss es denn mit dem Club of Rome, der ja den großen Öko-Anstoß gab, mit dem Buch 1972, Die Grenzen des Wachstums, warum muss es daneben noch den Club of Budapest geben? Ja, der junge, freche Ervin László, der als jüngstes Mitglied damals aufgenommen wurde im Club of Rome, ja, der hatte eine verrückte Idee. Der hat gesagt, wir brauchen nicht nur Wissenschaftler und Politiker in dem Club of Rome, sondern eben auch Menschen aus der Kultur, Menschen aus der Weltreligion, geistige Impulsgeber, wie ein Dalai Lama beispielsweise. Das haben manche gut gefunden, andere nicht so gut gefunden. Also am Ende wurde nichts draus. Und dann hat Ervin László gesagt, dann gründet er als Pendant, nicht als Gegenmodell, sondern als Ergänzung den Club of Budapest. Und das ist auch schon wieder über 30 Jahre. Also Ervin László war heute Abend der dritte Redner der Pariser Platzrede. Es war die dritte Pariser Platzrede. Ja. Was ist denn der Eindruck gewesen von dieser Rede? Das Thema hieß ja die Intelligenz des Kosmos. Ja. Können sich viele Zuschauer nicht so viel vorstellen darunter. Ja. Grundlage für eine sinnstiftende Zukunft. Was war das Fazit dieser Rede? Das Fazit dieser Rede war, dass er dargelegt hat, dass unsere Vorstellung, dass die Natur eher durch Zufall entstanden ist, dass das ein ganz großer Irrtum ist. Dass das jetzt auch gar nichts mehr mit Spiritualität nur ableitbar ist, dass die Natur eben nicht durch Zufall entsteht. Das ist keine theologische Lehre. Er hat nachher aufgezeigt, das ist heute eigentlich Konsens in den Grundlagenwissenschaften. Dass mit Zufall geht es einfach nicht auf. Da hätte die Menschheitsgeschichte 1000 oder 100.000 Mal länger vielleicht gebraucht, um so ein Ergebnis an Zusammenhalt, an Kohärenz, an Intelligenz im Universum zu sagen. Also das Universum ist eigentlich intelligent, hochgradig intelligent, weil es darauf offensichtlich hinarbeitet, die Entwicklung der Natur, dann eben auch solche komischen Produkte wie den Menschen, das Universum, alles weiterzuentwickeln. Das ist kohärent mit der funktioniert. Diese Kohärenz ist irgendwo als DNA, Ervin László nennt das Information, also es ist praktisch informiert, inkorporiert in alle, in der gesamten Schöpfung. Und das hilft uns in der heutigen Zeit, dass wir unser Menschenbild, unsere eigene Rolle als Mensch in Frage stellen, gerade in einer solchen Krisenzeit und schauen, ob wir uns mit der Natur nicht wieder verbünden, ob nicht die Natur irgendwie eine ganz andere Intelligenz hat, die wir brauchen, die wir wieder entdecken müssen, mit der wir leben, zusammenleben in Frieden. Und dass wir daraus eben die Natur entdecken als den größten Innovator beispielsweise. Also da steckt wahnsinnig Potenzial drin. In den letzten 300 Jahren, vielleicht nach der Aufklärung, haben wir uns ja eher als Gegner oder als Gegenspieler der Natur bezeichnet. Wir haben vergessen, dass wir ein Teil der Natur sind, dass die Natur zwar ohne uns, aber wir nicht ohne sie leben können. Kommt das jetzt wieder zurück, dieses Bild, dass wir ein Teil der Natur sind und nicht der große Gegenspieler der Natur? Naja, ich meine das Ervin László. Genau, also wir sind ein bisschen überheblich geworden, als wir unseren Intellekt und unsere menschlichen Kräfte entdeckt haben, jetzt können wir machen, was wir wollen und die Natur unterwerfen und solche komischen Ideen. Ja, wir werden es jetzt wieder entdecken, wir werden es definitiv wieder entdecken, die Weisheit der Natur, und wir werden entdecken, dass wir alle unsere Probleme genau dann lösen können, auch in der heutigen Krisensituation, wenn wir genau diese Erkenntnis tun, wenn wir ein Stück bescheidener werden, wenn wir mit der Natur zusammenarbeiten, wenn wir die Potenziale entdecken, die mit der Sonne, mit allem eigentlich in der Schöpfung, alles existiert. Nichts muss erfunden werden, was wirklich wichtig ist, aber wir müssen uns damit verbünden. Der Klimawandel ist ja der deutlichste Hinweis darauf, dass wir uns so weit entfernt haben von der Natur. Denn an einem Tag verbrauchen wir so viel Kohle, Gas und Öl, wie die Natur in 1 Million Tagen angesammelt. Wie unintelligent. Wie unintelligent. Wir lernen wieder mit der Sonne, mit dem Wind, mit der Bioenergie, mit der Wasserkraft, also alles, was die Natur uns schenkt, zu arbeiten. Dann sind die Probleme des Klimawandels zum Beispiel noch lösbar. Das war ja auch eine der Botschaften von László heute Abend. Absolut. Peter Spiegel, Sie selbst haben eine Idee entwickelt von einer anderen Ökonomie. Von einer egoistischen Ökonomie, die wir heute haben, also Ökonomie, hin zu einer We-Konomie, von der Ich-Wirtschaft zur Wir-Wirtschaft. Ja. Können Sie das ein bisschen erklären? Ja, gerne. Also eine Weconomy versteht sich so, dass sie eben in Frieden mit der Natur arbeitet, die Naturgesetze als genau das sehen, was ihr, womit sie eben letztlich neue Innovationen auch am allerbesten entwickeln kann, in Harmonie mit der Natur, Kreislaufwirtschaft beispielsweise, in diese Richtung zu gehen. Ökologisches Verhalten ist eben die Zukunft von Ökonomie. Ja? We im Sinne von mit der Natur, ja. We im Sinne von mit den Menschen und für die Menschen, ja. So können, so müssen heute auch Unternehmen lernen zu arbeiten. Die Arbeitskultur muss sich dahingehend verändern, weg von der Konkurrenz hin zur Kooperation, Collaboration. Ein Freund von mir, Gründer eines Beratungsunternehmens in den USA, sagte einmal, Collaboration is the next competition. Also die Qualität, wie gut Unternehmen mit den Mitarbeitern, mit Partnern, mit den Kunden, mit der Natur zusammenarbeiten können, das sind die Unternehmen der Zukunft, die nachhaltig funktionieren. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber sagen ja, dass wir Ökonomisten erfolgreicher sind. So ist es. Und dass Zusammenarbeit mehr Erfolg bringt, auch mehr Gewinn wahrscheinlich, als wenn man nur gegeneinander ist. Und jeder des anderen Feind und jeder des anderen Konkurrenten ist. Also auch die Wirtschaft, die so arbeitet, wie Sie vorschlagen, Weconomy, ist erfolgreicher als die alte klassische, herkömmliche Gegnerwirtschaft. Ist absolut erfolgreich und es gibt Schritt für Schritt jetzt immer mehr Unternehmer, die eben sagen kann, hallo, ich habe das gemacht, ja, und ich habe Erfolg eben Vorzeig gemacht. Rüdiger Fox beispielsweise, der hat jetzt 5 Unternehmen in die Hand genommen, die waren alle im freien Fall, also eigentlich tot, ja. Hat sie umgedreht mit der Ansage und mit dem Denken, dieses Unternehmen werde ich letztlich so gestalten, dass die Mitarbeiter das wahre Kapital des Unternehmens sind und nicht die Kapitalgeber, die Mitarbeiter. Also eure Entwicklung ist das Kostbarste und Wertvollste für die Gestaltung dieses Unternehmens. Gibt natürlich Motivation, gibt Sinn, gibt alles Mögliche, ja, ganz andere Energie im Unternehmen, ja, und er verbindet es eben auch mit einer radikalen ökologischen Umgestaltung im Unternehmen. Er sagt, wenn ein Unternehmen nicht ökologisch radikal vorbildlich ist, dann gibt er die Prophezeiung, das wird nicht mehr lange leben, ja, weil die Natur sonst nicht mehr leben wird. Noch läuft es aber weitgehend anders, definitiv. Eher nach der alten Ich-Wirtschaft als nach einer neuen Wir-Wirtschaft. Genau, und das ist die Aufgabe, die wir uns mit der Weconomy-Initiative vorgenommen haben. Diese vielen Beispiele, die das Gegenteil zeigen, als Erfolgsmodell schon zeigen, sichtbar zu machen, um kreativitätswillige Menschen, die nachhaltige Innovationen entwickeln, die soziale Innovationen entwickeln, wie Muhammad mit der Kleinkreditidee beispielsweise. Das hier, das ist der Humus, das ist die Dynamik, auf der die neue Ökonomie entstehen kann und entstehen wird. Und das ist eben, die Zeit erachten wir als reif, neben dem, dass es auch offensichtlich überfällig ist. Das heißt, es könnte auch so etwas geben wie eine Renaissance der Genossenschaften, die dieses Wir ja schon immer stärker betont haben als das Ich. Das heißt, Friedrich Wilhelm Raiffeisen oder Schulze-Delitzsch, die vor 150 Jahren diese Genossenschaftsidee entwickelt haben, könnten jetzt auch mit Hilfe ihrer Weconomy-Philosophie eine Renaissance erleben. Absolut. Also wir sind 4 Communities of Change, wie wir das nennen, die es in der Gesellschaft gibt. Die Nachhaltigkeitsszene ist eine solche Community, die sozialen Innovatoren sind eine Szene, die Genossenschaften sind eine Szene und auch diese neuen Arbeitskulturen, wo eben Unternehmer längst kapiert haben, ja, dass man eben mit Unterdrückung einfach nichts mehr bewegen kann. Sind die Gewerkschaften offen für diese Idee? Ja, wir sind mit einer Genossenschaft, die auch sehr überrascht. Ich kann jetzt leider nicht sagen, welche das ist, weil die im Moment gerade stark in der Diskussion ist. Ja. Sind wir im Gespräch, und die haben ganz klar gesagt, ja, wir haben das verstanden. Aber ob unsere Chefs und unsere Mitglieder das auch schnell genug verstehen, ist jetzt eine offene Frage. Peter Spiegel, kann man nach Ihrer Erfahrung sagen, dass Frauen grundsätzlich offener sind für diese Idee von Weconomy als wir Männer? Das kann man sehr gut so sagen, das ist so, das ist auch ist ein Erfahrungswert. Also ich war selber froh, dass meine einzige Chefin, also ich hatte nur einen Chefin, das war eine Frau, ja, von ihr habe ich selber so viel gelernt und eine andere Kultur des Umgangs. Ja, aber natürlich, ich glaube, die femininen Werte, die wir Männer natürlich auch annehmen können, mit femininen Werten, wozu die Zusammenarbeit auch sehr stark zum Beispiel gehört. Damit kommen wir sehr viel weiter. Oder der Umgang mit Kindern, der Umgang dazu, mit dass man Kindern sozialer ist. Ja, genau. Soziale Eigenschaften, Kompetenz. Vielen Dank, Peter Spiegel, und viel Erfolg für diese wichtige Arbeit von der Ich-Wirtschaft zu Wir-Wirtschaft. Vielen Dank. Danke.